Sikorika, Kameraden, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich bin Aurix und wir spielen das neue Update 6.0 Onslaught und wir befinden uns immer noch auf Onderan? Ich bin mir gerade gar nicht. Onderan hast du, glaube ich, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist natürlich bekannt für all diejenigen, die KOTOR 1 oder 2 gespielt haben. Eins und beiden, vielleicht sogar beides sogar. Da ist man da ja sogar drauf. Jawohl, jetzt sich nichts verändert. Ich habe mich natürlich, als ich für mich ist es jetzt 3 Stunden später. Vor euch ein Tag. Und ich habe mich, bevor ich Schluss gemacht habe, eine kurze Pause gemacht habe, habe ich mich so ein bisschen mal informiert, beziehungsweise rumgeguckt mit einem anderen Charakter, mit Oryxos. Und zwar habe ich festgestellt, hier in den Seiten gibt es noch Dinge. Und zwar sind personierte Pakete rein. Ich schätze mal, weil das Ganze heißt nicht mehr Kommandopunkte, sondern Ruhm. Wir bekommen Ruhm und hier gibt es ein Ruhmversteck. Funktioniert sehr wahrscheinlich, wie das gleiche hat, nur einen anderen Namen. Also hier, das sieht genauso gleich aus. Ich vermute, dass das genauso gleich funktioniert. Hat nur einen anderen Namen. Und hier haben wir auch die Pakete. Hier habe ich auch noch die Sachen drin, die ich nicht eingesammelt habe, von denen ich nicht brauche, ob ich sie brauche oder nicht. Da sind sie drin zum Beispiel. Wir haben hier, Sammlungen. Wir haben hier hier sind übrigens die Materialien, habe ich gefunden. Hier werden die Materialien gesammelt. Das finde ich super geil. Das ist richtig gut. Ist die Frage, ob das Vermächtnis... Hat er gerade Hallo gesagt? Ich habe hier keinen... Da, so, der hat Hallo gesagt, ne? Hey! Das hat sich eben so angehört, als wenn er Hallo sagen wollte, so. Wo war ich denn? Achso, genau. Und dann haben wir zum Dekonstruieren, können wir potenzielle Baupläne erlernen. Ist ganz nett gemacht. Es gibt, also die Rüstung hier, ist relativ einfach zu verstehen. Also sonst hat man hier immer irgendwie 5 verschiedene, ja, Stufen. Ich schätze mal, die Stufen sind auch immer noch da, aber man hat nicht mehr so 3 oder 4 verschiedene Händler, sondern nur noch einen. Und man kauft sich dann zum Beispiel einen Helm, das. Und man bekommt dann immer eine entsprechende Ausrüstung in Höhe des derzeitigen Gegenstandswertes. Das bedeutet, wieso bin ich ganz böse eigentlich? Ich meine, ich war doch immer hier irgendwo oder vielleicht hier so irgendwo. Das verstehe ich nicht ganz. Ist egal. Jedenfalls würden wir jetzt Ausrüstung bekommen, die etwa so auf 244 vielleicht eine Stufe, sagen wir mal 252 oder 246, die würden wir bekommen und würden dann erst wieder eine Stufe höher kommen, wenn wir praktisch, wenn dieser Gegenstandswert sich erhöht, dann bekommen wir dann auch wieder höhere Ausrüstung. Vielleicht erkläre ich das später nochmal auf der Flotte irgendwie. Jedenfalls bekommen wir, also es ist mehr so ein Zufall, also es gibt nicht mehr 4 Händler, sondern einer, und dieser eine verkauft Mystery Boxen sozusagen, aber Mystery Boxen für all das hier. Und die Mystery Boxen geben euch die Ausrüstung, die ihr braucht, die gerade eure Klasse entspricht oder eurem Gefechtsgeschick auch die eurem Gegenstandswert entspricht. Das heißt, ich würde jetzt hier, sagen wir mal 244, was haben wir denn hier, wenn ich hier über 200, genau, ich würde wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, 244er Gear bekommen jetzt die ganze Zeit. Wenn das dann voll ist, dann würde ich 252 bekommen. Wenn das voll ist, dann bekomme ich die nächste Stufe und so weiter. So läuft das. Es gibt einen Händler für diese Ausrüstung, die ist leer, für die Set-Boni. Also es gibt eine Rüstung für Set-Boni. Die müsst ihr extra kaufen, glaube ich.
Die kann man zumindest extra kaufen. So ganz weiß ich halt auch noch nicht, weil ich, ne, ich bin ja noch nicht im Endgame und weiß noch nicht wie, was, wo und so weiter. Aber bekommt diese Ausrüstung auf jeden Fall über so einen Händler. Die Ausrüstung ist leer, komplett, keine Armierung, Modifikation, so wie das hier, so wie jetzt gerade die MK15 Körperrüstung. Und die hat dann aber einen Z-Bonus. Ich schätze mal, dass man dann diesen Z-Bonus dann kaufen muss und sich dann von dem anderen Händler, den ich zuerst erklärt habe, die Modifikation einbauen muss, um das zu bekommen. Vermute ich mal. Man kann aber auch, so wie ich das gelesen habe, so wie ich das verstanden habe, halt über dieses Rumpfversteck wieder diese Rüstung bekommen. Oder auch über PvP. Das stand in den. Hier. Wo stand denn das? Hier so genau. Kriegsgebiet Medipacks, Aufputscher und eine Chance auf tolle Ausrüstung. Ich schätze mal, dass man auch durch PvP dann die Ausrüstung bekommt. Halt so ähnlich wie über nicht Sammlung, Rumpfversteck. Halt hier. Ne? So bekommt man es. Und dieser eine Händler, der auch diese Z-Boni, ja, weg, Z-Boni verkauft, der bekommt, bei dem kann man auch. Da kann man auch dieses taktische kaufen. So, jetzt, ich war gerade aus dem Konzept. So. Gut. Das ist mir dazu. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ich glaube, mehr habe ich noch nie nachgeguckt. Gut. Das war's erstmal, aber ihr werdet das wahrscheinlich ja schon wissen, weil ihr spielt ja schon länger als ich. Wann kam es raus? Dienstag, glaube ich, ne? Und heute ist Freitag. Ah, ja, jetzt wird wahrscheinlich erklärt, was ich. Ja, toll. Euer Geld ist uns immer willkommen. Jede dritte Aktivierung deines einfachen Angriffs stellt 10 in der Klasse ist so wie der. Achso, das ist eine taktische. Das ist ein taktische. Ach genau, das sind diese. Und das sind jetzt hier die Rüstungen für die Boni, die sind leer. Aber die kann man kaufen. Ich wollte schon 75. Okay, das ist interessant, dass man diese hier kaufen kann, okay. Muss ich mir merken. Weil die eine Beehrt für, uns bald weil, wieder. weil die anderen wollen nämlich unter anderem teilweise 1 Million Dollar Credits haben. Teilweise für so eine Ausrüstung wollen die irgendwie 1 Million Credits. Ist für den einen oder anderen nicht viel, für mich hier. Ja. Wird schwierig. Und die wollen halt diese Tech-Fragmente haben. Ich habe jetzt hier 2204. Ich glaube, das, was ich gesehen hatte, lag so bei 3000, aber ich bin mir nicht sicher, was das jetzt mehr für ein Teil war. Ist doch egal, wir wollten weitermachen. So, ach nee, was wollte ich machen hier? Sammle Blaster-Reliquien. Ehrlich? Ich muss weiter unten. Okay. Das sieht schon cool aus. Die Viecher. Die sehen schon cool aus. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und sammeln Blaster-Reliquien. Wisst ihr was? Ich mache mal das hier alles aus. Ne, uns lasse ich an. So. Und dann stelle ich wieder auf mein Oryx LP um. Jetzt habe ich das nicht. Da müsste ich den Sozialbereich aktivieren eigentlich wieder. So. Den sieht man fast nicht und dann kann ich trotzdem aktivieren, deaktivieren. So. Da sind wir. Achso, wir müssen jetzt hier diese. Wie sammle ich die denn jetzt?
Habe ich einen Missionsgegenstand dafür? Nö. Ich würde jetzt hier bei den Händlern suchen eigentlich. Ach, da. Diese Blaster wurden so modifiziert, dass sie wie Waffen des Adels aussehen. Insignien der Häuser und so. Wunderschön verziert. Ja, wunderschön. Da liegt ein Datenpad. Gehen wir zuerst zum Datenpad? Nein, wir gehen nicht zuerst im Datenpad. Wir gehen hier zuerst in die Sackgasse, weil es macht nämlich, ist immer eine gute Idee, bei RPGs in Sackgassen zu gehen. Sammle gelöschte, an die gefälschte. Finden Sie diese Identitätswappen auch etwas fadenscheinig? Naja, immerhin müssen Sie außer Petrüf niemanden täuschen. Ja, das sollte reichen. Qualität hat ihren Preis, Giacaro. Und ich hatte ein gutes Gefühl bei ihm. Ich habe ein hervorragendes Gespür für Leute. Das habe ich schon irgendwo mal gehört bei irgendeinem RPG-Spiel. Kann das sein, dass ich mal bei Age of Empires 2 oder so einen ähnlichen Sound gehört habe? Ich meine, es war irgendeine Reitereinheit, die man angeklickt hat. Da kam auch dieser Sound. Da ist ein Datenpad. Komm, wir gehen mal zum Datenpad jetzt. Wenn wir schon mal da sind. Vertrag. Historisch bedeutende Artefakte bergen. Hinweis. Namen und Fundorte wurden geschwärzt, damit dieser Vertrag an Einheimische als Unterauftrag weitergegeben werden kann. Text. Wie vertraglich mit geschwärzt vereinbart, sollen wir eine Reihe von Relikten und Artefakten des Planeten Onderon finden und sie abtransportieren. Anschließend werden die Objekte nach Nar Shaddaa verschickt. Der Abholpunkt ist auf der Promenade von Schwarz gefärbt und Schwarz gefärbt bezahlt die restlichen 50% nach dem Empfang aller angeforderten Objekte. Aufgaben. Finde Kith-Kaks Schwert. Finde die Mandalorianische Rüstung. Omnis Exoskelett. Talias Halskette und Freedom Nets. Warum, was macht ein Freedom Nets? Ah ne, jetzt habe ich ihn abgelehnt, ne? Was ist das? Onderon-Sammler. Ja, machen wir alles. Aber erstmal müssen wir ein gefälschtes Datenpad sammeln. Rüstungsbau. Können wir was Neues lernen? Ja. Grüne Sachen können wir lernen. Aber die kann man, glaube ich, aufwerten, ne? Wie sehen die aus? Gar nicht mal so gut, oder? Ja, wie ich sagte. Resistieren. Die Armierung, die könnte man, die ist eigentlich für den Anfang ganz gut für. Oh, was haben wir hier? Denn? Rüstungsbau. 500.000, alter Schwede. Ey, das ist. Warum ist das so? Warum? Oh, ich hab wieder. Ich habe einen super geilen Ping wieder. Das, ja. Auf zum Prüfungsgelände. Dazu müssen wir nur eine Wildnis voller schrecklicher und blutrünstiger Bestien durchqueren. Ha, für Sie natürlich kein Problem. Nö, mache ich ja öfter. Das ist, mache ich mit dem kleinen Finger. Ach, ich hab Post. Gnade. Ihr habt diesen Gant nicht getötet, obwohl ihr es gekonnt hättet. Es ist seine Pflicht, euch eure unerwartete Gnade zu vergelten. Er hatte seine Bedenken wegen dieses Auftrags und hätte auf seinen Instinkt hören sollen. Viele starke Verbündete und Freunde sind wegen dieser Täuschung gestorben. Viele starke Seelen. Vielleicht schickt die Galaxis diesem Gant ein Zeichen, sich ehrliche Arbeit zu suchen. Allmählich klingt es verlockend, denn Umluwulti stand seines Vaters weiterzuführen. Dieser Gant muss über vieles nachdenken. Ja, gut, das ist besser als
Du hast meine Freundin getötet, jetzt töte ich dich dafür. Oh. Mein Ping ist natürlich wieder geil. Bald, Leute, bald ist... Ich unterbreche nur ungern, aber der König hatte eine Bitte, die ich weiterleiten soll. Meine Oase wird von Hexen überrannt. Der Verkäufer hat mich nicht gewarnt, dass sie sich so schnell vermehren und sie vertreiben meine Lieblingsbeute. Sie ruinieren meine Jagdausflüge. Ja, natürlich, mein König. Ich bin sicher, dass unser Partner euch mit Freuden hilft. Wie kam ich da nochmal hin? Scheiße. Ich will mein Gesicht aus... Wieso hatten der das jetzt... Wieso hatten der mich so... Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht fünf dunkel war, sondern hier irgendwo dazwischen. Da ist irgendwo ein Fehler passiert. Ach, genau da war's. Und das hatte ich auch ausgeschaltet. Ah, hier ist schon wieder ein Sanitäter. Da brauchen wir nicht hin. So, wo müssen wir hin? Da ist die Oase. Das ist unser Hauptauftrag und hier ist da. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal in den Süden, was? Oh. Oder ich muss morgen weitermachen. Ja, wenn es so weitergeht, dann... Ja, das ist... Ja, was haben wir denn hier? Ein Pool? Eine heiße Quelle. Geilo. Einen Moment. Hatte ich hier nicht so ein... Oh shit, jetzt hab ich den... Ah, ich sitze mich mal unter Wasser. Was? Jo. Ich atme nämlich eigentlich durch meine Kopfhaut. Das wissen nur die wenigsten. Ne? Ich bin nämlich kein echter Mensch. Ich sehe nur so aus. In Wahrheit bin ich ein Gestaltwandler und atme durch meine Kopfhaut. Durch die kleinen Härchen da oben. Das sind wie Strohhalme. Und deswegen kann ich auch so sitzen. So mit Nase unter Wasser und sowas. Ist absolut kein Problem. Ja, aber pst, nicht verraten. Das ist Top Secret, so. Boah, Lachse. Gehören diese Schnapper auch dazu? Nur zerstöre die Nester und die Ohrlachse. Aber die sind alle so stark, ne? Ja. Ich hätte gedacht, wir könnten uns das vielleicht erschummeln, indem wir vielleicht, da. So etwas leichtere töten. Aber da hinten ist ein Nest. Ja. Ich glaube, ich habe immer den Blick immer unten auf den Ping. Noch geht es einigermaßen, aber jetzt hängt es wieder. Immer wenn ich spielen will, ist der Ping scheiße. Hier ist gar kein Nest, das ist eine Blume oder eine Pflanze. So eine Scheiße, ey. Ich dachte, das wäre ein Nest. Ich wollte eben gerade sagen, dass da ist jetzt aber ein Nest, aber da ist auch eine blöde Blume. Warum? Was sind denn diese Nester? Oder sind das Nester hier? Die nur kaputt gesprengt wurden. Nee, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, so Unterwassernester. Da ist was. Ich drücke wie verrückt. Ich drücke, aber es dauert leider. Ich glaube, ich mache diese Folge voll. Und dann werde ich morgen weitermachen. Weil... Wenn es hängt, macht es nicht so einen Spaß. Und es macht dann auch keinen Spaß zuzusehen, glaube ich. Wie viele Nester habe ich jetzt? 3 von 5. Es ist vielleicht gar keine
so schlaue Idee, das so transparent zu machen. Das war so transparent für meine Kriegerin. Damit man das nicht so sieht, aber so ein bisschen lesen muss ich auch, weil das war da nicht wichtig. Da so, machen wir noch. Da hinten sind noch ganz viele von den kleinen Jungen. Dann hätten wir die auch erledigt. Hier ist auch noch ein Nest. Ich würde die Eier einsammeln und essen. Das ist für eine Verschwendung. Da ist auch noch ein Nest. Gut, komm, dann töten wir die zwei. Oder? Oder auch nicht. Vielleicht können wir uns den einen jetzt angeln. Guck mal, ich habe nämlich meine Angel integriert. Hier, ranziehen 1. Dann kann ich mehrere ranziehen haben. Vielleicht durch so ein... durch so ein taktisches Ding kann ich vielleicht mehrere ranziehen haben. Nur auf die Energie achten. Leider ist der hier nicht. Nein, jetzt stirbt doch nicht. Leidet mit mir. Ich stelle mich schon mal in Position. Ist ein bisschen laut auf meinen Ohren gerade. Ich stelle mich schon mal in Position und dann beende ich die Folge. Ja, nicht zu nah. Sieht aber ganz schön aus. So die Bäume, so lila Bäume mit Blättern. Palme mit Palmen mit lila Blättern. Oh. Ich hab doch da eben noch was gesehen mit Zweien. Was hab ich denn gesehen? Da war eben auch so eine Zahl eben, da war mal was mit 2. Müssen wir sagen. Aber das Ranziehen, scheinbar kannst du das wirklich dann öfter mal einsetzen. Wahrscheinlich eins von diesem. Nein, das wollte ich gar nicht. Eins hier, dass man hier das reinsetzt, da taktisch, oder vielleicht auch, dass das im Rüstung, in der Rüstung des Powertechs drinsteckt, in dem Set-Bonus. Das Tolle ist ja, man kann sich ja dann die Set-Boni auch selber zusammenstellen. Also wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel jetzt nicht den letzten Bonus von, Tank zum Beispiel, ich möchte dafür den ersten Bonus zum Schaden, weil ich dann mehr Schaden raushaue und das ist wichtig bei einem Boss oder im PvP oder sowas. Dann kann ich mir das ja auch zusammenstellen. Oder ich möchte Vorteil haben von. Ja, eigentlich habe ich, ich bin ja gut, als Bautech bin ich nur Tank oder DD. Also kann ich mir dann raussuchen. Dann kann ich mir dann sagen, okay, ich möchte entweder mehr 2/3 Tank, 1/3 DD oder andersrum sein. Oder halt Full Tank oder Full, könnte mir so auch als Tank Full DD. Set-Bonus holen. Wenn ich denn wollte. So, gehen wir jetzt erst hier unten hin und dann nach oben. Ja, ne? Wir gehen jetzt erst hier unten hin, dahin, reisen dann da lang, da wieder zurück und dann greifen wir den Isis an. Und den ja. So, zentrale Höhle, da will ich nicht rein. Oder? Will ich da rein? Im Moment läuft's ja. Des Internets. Ja, hätte ich es mal nicht gesagt. Scheiße. 1 oder 2 Wochen, es kann nicht mehr lange dauern. Nur noch splicen und auflegen von der Telekom. Dann müsste ich schon was spielen, weil ich habe dieses LTE-Hybrid
oder DSL-Hybrid oder wie auch immer das heißt genau, ich glaube LTE-Hybrid, wo das übers LTE geht oder halt also über DSL und wenn nicht genügend Leistung verfügbar ist, auch übers LTE-Netz. Da derzeit gar keine Leistung auf dem DSL ist, sondern nur, ist dann halt nur diese Lite, läuft alles über LTE derzeit, aber kein Volumen. Also ich habe kein Datenvolumen drauf. Das ist das Geile, weil es als Festanschluss zählt. Und da habe ich die 50.000er Version. Und eigentlich müsste ich es sofort merken, wenn die das angeschlossen haben, weil ich dann auf einmal eine 50.000er Leitung haben müsste. Plötzlich. Ich muss ein bisschen umsehen, so ein bisschen die Karte. Was ist denn das denn? Das ist ja verbündet. Nest. Das ist vielleicht auch eine Quest irgendwie. Vielleicht muss man den mal einsammeln oder so. Vertriebene. Tiraki. Reise zum Training. Das wissen wir doch. Treffen wir wahrscheinlich auf Mandalorianer. Ich glaube, auf anderen waren auch Mandalorianer. Zumindest bei in KOTOR waren da welche. Ihr nähert euch dem Prüfungsgelände. Platziert die Beweise, die wir beschafft haben. Sorgt dafür, dass sie leicht zu finden sind. Oh. Der sieht schön aus. So einen möchte ich zum Fliegen haben, so als Fliegen, ja. Der hat drei Flügel. Nee, zwei. Vier. Ich meine drei Flügel auf jeder Seite natürlich. Eben sah das so aus, als wenn er drei Flügel auf der einen Seite hatte. Die helle Seite wird stärker. Was ist denn das? Das ist nicht möglich. Das ist Fake News von den Republikanern. Toll. Fresse. So, und noch das Erkennungswaffen, okay. Dann machen wir das noch. Und dann bin ich die Folge, oder? Ah, besser ist das. Bald, Leute. Bald. Bald geht es. Oder ich muss mich jetzt um 2 Uhr morgens noch mal ransetzen. Dann ist der Ping auch besser, wenn alle pennen. Keiner mehr das Handy an hat. Oh. Ich will doch nur die eine Quest abschließen. Bitte. Ja. Ja, und sonst so? Okay. Wir machen Folgendes. Ich höre jetzt hier auf. Das hat keinen Sinn. Irgendwas ist da. Irgendwas haut da ins Met rein. Ich kann es nicht sagen. Also, es war eine schöne Folge bis hierhin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann hoffentlich auch mit besserem Internet. Macht es gut. Ciao und vielen Dank fürs Zusehen. Und habt einen schönen Tag. Bis dann. Scheiße. Katastrophe.